Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Folge von Hellblade. Hell will not give you the answers you want, but you mustn't look away from the horrors it does offer, because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Wir haben das Opfer zum Opfer gebracht. Yeah, as you must, only. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Ja, ich glaube, die andere Zeile da oben, das ist dann wahrscheinlich bei dem Illusionstypen. Ich will gerne alle finden, muss ich sagen. Ich habe diesen Zwang danach. Und jetzt noch mal eins. Sie wiederholt euch, ich hab's am ersten Mal schon verstanden. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Concentrate. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way. Postpone that dark day. Und dann kam Thanos. Fall nach oben, noch ein Haar fehlt uns noch. Schlussspiel geht gar nicht so lange. So 5-6 Stunden vielleicht. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt schon wieder leicht verlaufen. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. Das für Opfer. Du Opfer. Lass mal gucken, ob es irgendwas gibt. Okay, da muss ich dann runter. Es dort. Das ist ja eigentlich alles nur eine Illusion, daher sollte es uns ja nichts tun können. Alter, das sind Geräusche. So ist es bei mir jeden Freitagabend. This is my way to work. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered.
In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Allein in der Dunkelheit. Da Gott endet. Noch eine Opferung. Das könnte ja auch schon wieder so. Es sieht schon wieder aus wie Outlast, finde ich, hier. Gegend. Hat was. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride them, it will be as though the sky had split open. And Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Okay. Ich kenne mich leider mit der nordischen Mythologie nicht so aus. Also was wie Helheim, Ragnarok, das sind Begriffe, die mir bekannt vorkommen. Okay. Ich merke es mir. Ein M. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happened, even gods you worship can die with you. Okay, hier ist irgendwo ein R. Was sieht hier aus wie ein R? Ein R. Rrr. Jetzt habe ich nicht runter zu springen. Ich habe das Gefühl, dass man es nur von hier aus sehen kann. Ich würde es jetzt trotzdem machen. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Huch, jetzt komme ich hier nicht lang. Ich glaube, ich werde wieder sehr lange danach suchen. Ich bin echt nicht so der Beste darin. Sagt mir, ich schaue schon in die richtige Richtung. Also ich bin in der unmittelbaren Umgebung. So was hier kann ich mir gut vorstellen. Eine andere Perspektive oder so. Hier soll es sein. Was sehe ich nicht, was das Spiel aber sieht. Okay, ich habe jetzt kein Muster raus erkannt, aber ich glaube, es ist sehr viel random oder mit sehr viel Fantasie. Und mit Schokostreuseln und Fantasie erkennt man alles.
Ah, da. Das erkenne ich. Ich habe nach anderen Stellen gesucht. Ich glaube, ich stelle es mir zu einfach vor, die Rätsel eindeutig. Die Dunkelheit beobachtet uns stets. Ist immer auf unserer Seite. Wortwörtlich auf unserer Seite. Das nächste Opfer. Okay. Ja, ich meine, ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie aushalten. You say your world has collapsed. Good. Let it collapse and have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime. My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No. I see nothing now. Manchmal schaffen es die Untertitel nicht richtig nachzukommen, man merkt das schon. Es gibt schon so viele Wege. Ich will nur einen geraden Weg haben. Vor allem will ich die letzte Statue noch finden. Da. The Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, they say the frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when Ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. The Rainbow Bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of Surt spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Dann hoffen wir mal, dass wir einen Hulk dann haben. We have a Hulk. So, dann haben wir jetzt auch alle von den Teilen gefunden. Oh. Shortcut.
Und wieder Symbole suchen. Ein X, ein P, ein Pfeil. Tell me, Drew. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they wouldn't follow. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Manchmal ist der Tod der einzige Ausweg. Manchmal vielleicht auch der bessere Ausweg. Hier waren wir noch gar nicht. Das Türmchen. Wahrscheinlich soll ich hier mit irgendwie was bauen, oder? So. Hab ich's jetzt? Ah, jetzt. Müssen wir da unten halt noch suchen. Kann sich runterrutschen, ist ja cool. Nein. Wenigstens lässt sie mal eine Leiter aus, sonst wird's noch länger dauern. Tipp, 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 tipp. So. Das andere war ja dann hier links um die Ecke, war es doch, glaube ich, oder? Ne, auf der anderen Seite. Gibt es eine Art Schlimm-Drehtaste, wie bei Resi? Ne. Ich finde das schlimm genug, dass ich schon meine Empfindlichkeit nicht überstellen darf. Mir wird immer alles genommen, was ich mochte. Was sehen oder so? Ne, das ist immer hier hinten. Hä, auf was fixiert er denn eigentlich jedes Mal? Was sehe ich nicht, was das Spiel schon wieder sieht. Ah ja. Also diese Fixierung in diesem Spiel, darauf kannst du echt nicht verlassen. Einfach so, keine Ahnung, it's just a prank. So nicht absichtlich immer in die andere Richtung gucken zu lassen, ich merke das schon. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und somit auf